Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen zu diesem Ausblick-Video hier auf dem Seekrauts-Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben das neue Livery und jetzt gibt es so das erste Video, was wir mit dem frischen Emblem-Logo hier sozusagen drehen und für euch dann online stellen. Es geht um deutsche Schiffe hier in diesem Ausblick und zwar zuerst um die deutschen Zerstörer. Und da hat Wargaming sich so ein bisschen in die Karten gucken lassen und die haben nämlich in ihrem Devblog einen englischen Artikel veröffentlicht. Wir gehen hier natürlich auf die deutschen Sachen ein. Wir haben es wieder übersetzt auf der Facebook-Seite und wir machen euch jetzt hier ein Video, wo wir mal so ein bisschen optisch aufbereiten, was das eigentlich für die deutschen Zerstörer bedeutet, dass wir in Zukunft ein Viertel Penetration statt ein Sechstel Penetration haben. Ihr habt ja in der Vergangenheit, wenn ihr uns verfolgt habt, schon mitbekommen, wir haben jetzt viel mehr Schiffe, die ein Viertel Penetration haben. Es wurden viele deutsche Kreuzer, vor allem die Sekundärbewaffnung da gebufft und jetzt eben auch die Sekundärbewaffnung bei den deutschen Schlachtschiffen. Ja, da sind ja 128, 105 mm und 150 mm Geschütze verbaut. Und da habe ich mir schon so gedacht, also 150 mm, 128 mm und auch 105 mm sind am Ende Geschütze, die wir auch hier auf den deutschen Zerstörern wiederfinden. Und da ist es dann eben die Hauptbewaffnung, nicht die Sekundärbewaffnung. Und da habe ich mich schon so gefragt, na, wie lange wird es noch dauern, bis der Viertelpen auch auf die deutschen Zerstörer kommt, weil es einfach dann auch was Einmaliges oder was Besonderes wäre. Ein Viertelpenetration mit den HE-Granaten, das ist wirklich, das steht den Deutschen einfach dann auch ziemlich gut und würde auch erklären, warum wir weniger Alpha-Damage machen. Ja, mit der HE-Granate. Im Verhältnis zum Kaliber, ne, wenn wir jetzt die 128 mm nehmen, sind nämlich andere Nationen viel, viel besser aufgestellt. Ne? Also zum Beispiel amerikanische Zerstörer, die haben jetzt 127 mm, also 1 mm weniger, aber die machen 300 mehr Alpha-Damage als jetzt hier die T61 zum Beispiel. Ne? Wir liegen hier nämlich hier bei 1500. Ja, und der Pendant der Amerikaner dazu macht eben 1700 oder 1800 sogar. Also das ist so ein Punkt, das finde ich jetzt gut, dass wir jetzt in Zukunft diese Sache kompensieren können. Gehen wir mal kurz auf die Werte ein. Aktuell ist es noch so, dass wir 21 mm penetrieren. Wenn wir Trägheitszünder für Sprenggranaten auf den deutschen Zerstörern skillen, dann kommen wir auf 26 mm Penetration. Also können wir dann gegnerische Schlachtschiffe auf der Stufe 6 und 7 frontal durchschlagen mit der HE-Granate. In Zukunft wird das bedeuten, dass wir selbst mit der T61 in einem T8-Gefecht richtig konkurrenzfähig sind, weil wir nämlich auch 32 mm und das ohne Trägheitshinder für Sprenggranaten überwinden können. Das heißt, der Skill wird für deutsche Zerstörer in Zukunft ja sinnlos sein eigentlich, meiner Meinung nach, weil nämlich die 32 mm die Hauptschwelle ist. Wenn man die einmal durchschlagen kann, und das geht ja dann in Zukunft hoffentlich, dann ist man eigentlich ziemlich cool bei der ganzen Geschichte dabei. Ja, wir können uns mal ganz kurz ein T8-Schiff angucken, um so ein bisschen mal zu verdeutlichen, was das eigentlich bedeutet. Wir können auch hier die Tierpitz nehmen, ja, ist whatever. Das schwarze Schiffchen hier. Und wir gucken uns mal die Panzerungsanordnung an. In der Vergangenheit, also mit der alten Mechanik, möchte man sagen, waren wir nur in der Lage, diese 19 mm Aufbauten auf T8 zu durchschlagen mit unserer T61. Ne? Kommt ja mal vor, dass wir auf T8 Gefechte treffen. Das heißt, die Angriffsfläche war begrenzt oder deutlich begrenzter als jetzt. Denn wenn wir diesen Buff bekommen tatsächlich, dann können wir jetzt eben mit der Gerde und mit der T61 und so weiter eben auch hier diese Bereiche, das Vordeck und das Achterdeck sozusagen, eben auch durchschlagen. Jetzt sagt der eine oder andere vielleicht von euch, naja gut, ob ich jetzt hier vorne oder hinten treffen kann, das spielt jetzt nicht so eine große Rolle. Also ich finde schon, ja, gerade wenn die Schiffe auf einen zufahren und man selber vielleicht gerade im Smoke steht, also immer schön hier vorne raufschießen. Warum? AE-Granaten können nicht abprallen. Entweder penetrieren sie oder sie durchschlagen eben nicht, ein Non-Penetration sozusagen. Ne? In dem Sinne, ja, also sie haben halt keine Abprallwinkel in dem Sinne wie eine AP-Granate, das wollte ich damit sagen. Ne? Und das ist jetzt hier hinten und vorne der Fall. Aber es gibt eben auch noch andere Nationen, zum Beispiel die Briten. Ja? Und bei den Briten sehen wir jetzt, das trifft übrigens auch für die französischen Schlachtschiffe zu, wie viel Fläche wir dazu bekommen haben, die wir in Zukunft penetrieren können mit unseren HE-Stacheln, ja, unseren kleinen HE-Stacheln, nämlich der ganze vordere Bereich hier, das ganze Deck hat 32 mm, die Aufbauten haben wie immer eigentlich ab T8 19 mm, hinten alles 32. Das heißt, wir haben die ganze gelbe Fläche dazu bekommen, wo überall unsere HE-Granaten landen können und wir machen unseren Damage.
Ja, wollen wir einfach penetrieren, was in der Vergangenheit als T6-Schiff gar nicht möglich war, selbst wenn man Trägheitszünder für Sprenggranaten geskillt hat. Und das, finde ich persönlich, ist eine richtig krasse Nummer. Das finde ich richtig, richtig gut. Und das macht auch die Z-52 für mich wieder sehr attraktiv, weil man dann in Zukunft eben doch mal, wenn die Torpedos gerade raus sind, smoken kann und dann eben den Smoke nutzen kann, um dann einen HE-Regen auf die Schlachtschiffe runterprasseln zu lassen oder hinter einer Insel sich mal mit positionieren kann. Natürlich muss das im Verhältnis stehen, weil ihr ja auch eine teamdienliche Aufgabe habt als Zerstörer, ne? Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, zusätzlichen Schaden zu machen. Und auch bei der Z39 gibt es nämlich eine Änderung. Haben ja bis jetzt nur über die 128mm Geschütze gesprochen. Jetzt finde ich sie gerade nicht. Doch, da ist sie. Ja, da haben wir zum Beispiel die Option mit den 150mm Kaliber. Und ich glaube, auf der Z28 sagen, da haben wir die Option, ob wir die Geschütze hin und her wechseln, wenn ich mich recht entsinne. Weiß ich jetzt gerade nicht genau. Nagelt mich bitte nicht fest. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Smiley. Mit den 150mm haben wir aktuell hier eben noch 25mm Panzerungsdurchschlag und wir kriegen dann jetzt in Zukunft 38mm. Und das sorgt sogar dafür, dass wir die T-10-Schiffe oder T-9-Schiffe im Mitteldeck bei den Amerikanern sogar treffen können. Ne? Also Massachusetts hat 38mm, North Carolina hat 38mm Deckspanzerung, da wo die Aufbauten nämlich auch sind. Ja, also da kommen wir dann jetzt mit den 150ern eben auch durch. Auch eine interessante Variante, wie ich persönlich finde. Ich hoffe, dass Wargaming dazu tatsächlich implementiert und den deutschen Zerstörern ja wirklich eine Besonderheit dazu gibt, die den Schiffen meiner Meinung nach sehr gut stehen werden. Nun möchte ich euch Änderungen an deutschen Flugzeugträgern präsentieren. Das ist für mich jetzt das erste Mal, dass ich diese Testschiffe hier in einem Video dokumentiere. Ich habe jetzt aber mehr oder weniger genaue Instruktionen, was wir zeigen können, worauf wir eingehen können. Was ihr in diesem Video nicht bekommen werdet zu den deutschen Flugzeugträgern, ist ein persönlicher Eindruck, den ich in Gefechten gesammelt haben könnte. Und ich versuche hier, die Sachen möglichst genau so darzustellen, wie Wargaming sie quasi veröffentlicht hat und möglichst emotionslos sozusagen rüberzubringen, also faktenbezogen, ja, ohne zu sagen, ja, keine Ahnung, Schiff so und so fährt so und so, ja. Also nur, dass ihr euch nicht wundert, aber wir können euch zumindest das optische Modell und eben die offiziellen Verlautbarungen von Wargaming eben ein bisschen näher bringen. Und die deutschen Flugzeugträger werden recht deutlich geändert. Das seht ihr anhand der Liste, die ich euch gerade einblende, was da an Änderungen jetzt durchgeführt wird. Prinzipiell war halt einfach so, dass sie festgestellt haben, dass die AP-Raketen der deutschen Flugzeugträger nicht genug Panzerungsdurchdringung hatten, also Durchschlagskraft. Ja, viele leichte Kreuzer, die wurden relativ gut zitadellt, aber wenn es eben um die schweren Kreuzer ging, kam man da nicht vernünftig durch und das wird jetzt schon mal verändert. Die Panzerungsdurchschlagskraft zumindest. Dann wird die Angriffshöhe der Flugzeuge verringert, also die fliegen flacher übers Wasser. Der Anstellwinkel des Angriffs wird verändert und die vertikale Streuung der AP-Raketen wird verändert. Das ist also offensichtlich notwendig. Ja. Das ursprüngliche Konzept der deutschen Flugzeugträger war eigentlich, dass man relativ langsame Torpedos hatte, die aber einen ordentlichen Schaden auf Schlachtschiffen machen und wenig manövrierfähigen Schiffen. Das war jetzt aber so, dass auch die AP-Bomben der deutschen Flugzeugträger einen sehr zuverlässigen und vernünftigen Schaden wohl machen konnten, laut Wargaming. Und so hatte man plötzlich gegen eine Klasse quasi zwei Bewaffnungen, die sinnvoll waren. Und jetzt geht Wargaming aber auf dieses Konzept und sagt, okay, wir wollen, dass die AP-Bomben gegen Schlachtschiffe eingesetzt werden, die AP-Raketen optimalerweise gegen Kreuzer und die Torpedos, jetzt könnt ihr da einmal raten, gegen Zerstörer. Und darum bauen sie jetzt die ganzen Torpedos komplett um. Und das wollen wir so ein bisschen mal dokumentieren, wie das jetzt hier abgeht. Die Standard-Torpedo-Parameter für das eingeblendete Schiff Rhein und die Standard-Torpedos für die Weser werden nämlich jetzt wie folgt geändert. Der maximale Schaden, der betrug mal 6200. Und wird jetzt geändert auf 3600. Die Torpedoreichweite waren mal 6 Kilometer, sind dann jetzt nur noch 2. Aber jetzt kommt eben eine Sache, die sehr interessant ist. Die Torpedogeschwindigkeit, die war ja eben saumäßig langsam, wie ich eben schon gesagt habe. Und jetzt wird es eben
deutlich schneller. Jetzt kriegen wir nämlich 50 Knoten in die Torpedos rein, haben eine Scharfschaltdistanz von 403 Meter und die Erkennbarkeit des Torpedos wird auf 1,3 Kilometer erhöht. Ja, mit dieser Geschwindigkeit kann man, ich denke mal, so ist zumindest Wargamings Herangehensweise, die Zerstörer überholen. Ja? Wie man dann die vernünftig bekämpfen möchte, bin ich mal gespannt. Da müssen wir dann einfach mal gucken, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, das ist bei der Rhein und bei der Weser so. Ja? Bei der Weser gibt es aber ein zweites Modul. Hier einen neuen Turm. Nein, Quatsch, das ist nicht das zweite Modul, aber quasi man kann Forschungstorpedos sozusagen einbauen. Ne? Also eben die verbesserten Torpedos. Und die bekommen dann folgende Werte. Es waren mal 8367 Alpha Damage. Das wird jetzt reduziert auf 4067. Die Reichweite wird da auf 2,5 Kilometer reduziert, von ursprünglich mal 6. Die Torpedogeschwindigkeit wird auch hier gesteigert, von 25 hoch auf 52 Knoten. Die Torpedo-Scharfschaltdistanz wird auf 489 Meter angepasst und die Erkennbarkeit der Torpedos auf 1,3 Kilometer erhöht. Das ist der gleiche Wert wie auf T4 bzw. T6 bei dem Standardmodul. Auch bei der, da zählt übrigens auch für die August von Parseval. Da kann ich euch mal ganz kurz den Träger noch zu zeigen. Der sieht da nämlich so aus. Das soll ja so ein bisschen quasi der vergleichbare Entwurf zur Graf Zeppelin zeigen oder ein alternativer Entwurf zur Graf Zeppelin sein. Aber auch hier finden halt diese Torpedo-Werte eben Anwendung. Und dann kommen wir noch zum T10, Flugzeugträger. Der maximale Torpedoschaden wird auch hier geändert. Das waren mal 10.200 pro Torpedo. Der wird reduziert auf eben 4.533. Das sind auch noch knapp 500 Punkte mehr als auf T8. Der Torpedo schwimmt 3 Kilometer weit. Hier haben wir dann aber eine Torpedogeschwindigkeit von sogar 55 Knoten. Auch hier ist die Scharfschaltdistanz reduziert worden auf 591 Meter und der Torpedo wird eben auf 1,4 Kilometer entdeckt. Gut, das sind die Werte, die sie uns jetzt hier erstmal an die Hand gegeben haben. Allgemein kann man auch sagen zu den Torpedobombern, dass die Zielgeschwindigkeit erhöht wird. Ja, das heißt, wir zielen uns wohl schneller auf den Gegner ein, sodass sie dann eben einen genauen Abwurf hergeben, die Torpedos. Außerdem wird die Zerstreuung oder die Streuung des Abwurfskegels, wenn man eben wendet, links und rechts so ein bisschen steuert, eben erhöht. Ne? Also wenn man lange gerade auf ein Ziel zufliegt, hat man einen Bonus. Wenn man dann manövriert, dann löst sich dieser Kegel quasi schneller wieder auf. Ja? Das ist vielleicht noch ein Punkt, den wir hier mit euch auf den Weg geben wollen. Gut, ich denke, das sind erstmal die Sachen, die wir jetzt hier sinnvollerweise berichten können. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Livestream. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Kanal weiterempfehlen, sehr, sehr gerne. Ja, und dann sage ich, gehabt euch wohl und wir sehen uns. Ne? Haut rein, euer Sigrods Team, euer Andi. Ciao, ciao.